Leute, dieses Mädchen und ich sitzen seit 6 Jahren zusammen. Und mir ist gerade mal klar geworden, dass ich diese Olle immer noch komplett leiden kann. Bin komplett verknallt in dich. Immer noch. Und bei dir war es übrigens Liebe auf den ersten Blick. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie auf Instagram gesehen, auf meinem Newsfeed und dachte mir so, Mashallah. Bin dann auf dein Profil gegangen. Hab mir ein Bild rausgesucht, wo man den Arsch sehen konnte. Habe reingezoomt, was jeder Typ macht. Lügt jetzt nicht. Und habe mir gedacht so, den mal in echt? Und da habe ich dir geschrieben. Und ich denke mir bei der ganzen Geschichte gerade so, bei so einer hübschen Frau wie Laura, das bist du übrigens, stelle ich mir die Frage, es ist ja nicht schwer, jemanden kennenzulernen. Ich meine, Männer, die sind ja ziemlich einfach. Wir schreiben, weißt du? Sehr viele Anfragen. Bei den ganzen. Genau so bist du in meinen Meine Frage ist gerade, bei so vielen Männern, die ja Interesse an deiner Optik haben, weil Charakter von dir geht so, weil ich komme halt klar so, ich muss vieles kompensieren, bei mir ist alles perfekt und dann dachte ich mir so ein bisschen Trouble in the Trouble. Weißt du, ich Stimmt, ich meine? bin richtig Trouble auf jeden Du Fall. bist auf jeden Fall richtig Trouble, Alter. Trouble. SCH. Schwabbel? Trouble. Hast du gerade Schwabbel zu mir Ich gesagt? hab Schrauber gesagt. Komm jetzt zum Punkt. Bei, ne, hübsche Frau, viele Männer schreiben. Und ich habe sehr oft den Gedanken so, warum ich? Warum habe ich es einfach geschafft, von dir geliebt zu werden? Also ich weiß, warum sie mich liebt. To be Warum ich honest. geantwortet habe auf deine Nachricht? Naja, also generell, wie kam es dazu, dass wir überhaupt Kontakt haben? Ich meine, wenn ich dir schreibe, heißt ja nicht, dass ich eine Antwort kriege bei so vielen Typen, die dir schreiben. Okay, ich habe einen blauen Haken gehabt, so Also weiß ich meine, eigentlich warst du einfach ganz oben in meiner Anfragenliste. Du hattest auch noch gar keinen blauen Haken. Das war Jahre davor. Du warst einfach ganz oben, Baby. da hatte ich schon den blauen Haken. Nee, Doch? hattest Wann habe ich dir geschrieben? du nicht. 2017 oder so? 2017 habe ich den blauen Haken bekommen. Nee. Doch? Nein, Wir hattest du können auf nicht. Instagram reingehen und gucken. Aber als wir zusammengekommen sind, Da hatte ich den blauen hast Haken du nicht. 2 Jahre später erst Ich wollte bekommen. dir wenigstens Und die ich Schuld ein geben, dass halbes ich. Jahr später aus Ja, stimmt. Da hatte ich den blauen Haken gar Versehen. nicht. Umso besser, dass sie mir geschrieben hat. Also erstmal, guck mal, du warst ganz oben in der Anfragenliste gerade. Warte ganz kurz, Leute. Blauer Haken ist gerade so ein Joke. Insider von uns. Das juckt uns gar nicht mit dem scheiß blauen Haken. Ja, du Aber hattest auch gar ja, keinen. meine ich Das ist ja. ja der Fall. Du hast Generell. andere mit blauen Haken. Bei Andere so Fußballer, wa? Ja. Ich habe alle eure DMs gelesen. Alle Sportler mit blauen schämen sich Haken. ganz viele. Nein, ich habe Okay. dir gar nicht alle gezeigt. Aber ich war tatsächlich abgefuckt von jemand anderem, Von mir? mit dem ich was hatte Was wolltest du vorher. mir sagen? Ah ja. Wie, du hattest was? Du hattest vor und hattest du was für andere Männer? Nein, selbstverständlich noch nie. Gut. Naja, auf jeden Fall war ich abgefuckt von jemandem. Und dann habe ich die Nachricht von dir gesehen, du warst ganz oben. Und ich habe immer nur die obersten Nachrichten gelesen. Und dann dachte ich, ja, der wäre vielleicht Ja. günstig oder weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er einen Imbiss. Ich dachte so Vielleicht kann er Nägel machen. ein Vietnamesen hat ihn dann nicht auf Als ob du bei der der Nachricht wusstest, dass ich Vietnamese bin, Alter. Nein, aber bei dem Profilbild. Quatsch. Bei meinem Profilbild wusstest du, ich bin Vietnamese? Natürlich. Hä? Was sollst du denn sonst Weil ich die machen? vietnamesische Flagge reingeknallt habe oder was, als Profilbild oder was? Du hast doch niemals erkannt an meinem Profilfoto, dass ich Vietnamese bin. Du hattest Made in Vietnam in der Bio stehen. Ja, okay, jetzt. Ja, bin selber schuld, okay. Ja, aber ich glaube, darüber haben wir ja gesprochen. Wir haben uns nämlich in einem Zeitpunkt kennengelernt, wo beide abgefuckt von dem anderen Geschlecht waren. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt auf die ganzen Mädels, die der Meinung waren, ich muss ihm erstmal 7 Tage später antworten oder diese ganzen Spielchen. Und das war unser Thema von Anfang an, dass wir gesagt haben, Wir haben ey, Klartext guck mal, gesprochen ich von mag Anfang dich, an. ich will dich echt gern Kein Bock auf kennenlernen. Kein Spielchen. Bock auf Spielchen. Ich bin so Und abgefuckt. deswegen hat es geklappt, Baby. Und außerdem fand ich dich auch sehr, sehr sexy. Also ich finde dich immer noch sehr, sehr sexy. Ich glaube, ich finde dich jetzt hotter als damals sogar. Aber ich fand dich sehr hot. Ich dachte, oh Ich würde yeah. jetzt gerne meine Hände reiben, wie alle Influencer das Ich machen, dachte aber ich mir habe gerade keine Hand so, frei. Reiskorn for the win. Ja, gut. Ich habe aber kein Bad, um irgendwie so zu machen. Ist egal. Du bist
Channing the Wok Tatum. Channing the Wok Tatum nennt sie mich, seitdem ich wieder die kurzen Haare habe, Alter. Ja, aber kannst du mal sehen. Du bist ein Sexy. Ich will jetzt gerade nicht damit befürworten, schreibt euch gegenseitig an, aber macht doch, was ihr wollt. Letztendlich haben Laura und ich uns auch übers Internet kennengelernt. Es war jetzt nicht Tinder, aber es war Instagram. Yeah. Yeah. Cool. Cool, du musst Hände waschen, meine Hände sind voller Katzenfutter. Kann ich vorbei? Kann ich ablenken? Kitty hat gerade schon. Oh. Okay. Juti. Tschüss. Tschüss, Hannah.